Und ihr Essen. Danke. Das macht 14,80 Euro, bitte. Mit Karte 17 Euro, bitte. Mhm. Hm, das geht nicht. Wie, das geht nicht? Ja, das liegt an diesen neuen Bankkarten. Aha. Und jetzt? Probleme wie diese melden uns aktuell leider einige Verbraucher aus Schleswig-Holstein. Meist liegt es daran, dass sie mit einer neuen Bankkarte bezahlen. Zu Juli 2023 wurde die Maestro-Funktion abgeschafft. Banken geben deshalb vielfach neue Karten aus. Das sind dann oft Debitkarten, die nicht mit der Girocard-Funktion ausgestattet sind. Checke, ob du das Symbol noch auf der Karte hast. Das Problem dabei, im stationären Handel oder bei Dienstleistern werden Debitkarten manchmal abgelehnt. Der Grund dafür ist, dass die Händler entweder ein veraltetes EC-Gerät haben oder aus Prinzip die Zahlung mit Debitkarten ablehnen. Und das aus gutem Grund. Sie müssen teilweise pro Zahlung ein Entgelt an den Service-Provider abgeben. Was also kannst du tun? Bevor du eine neue Karte annimmst, lasse dich bei deiner Bank beraten. Welche alternativen Karten gibt es? Welche ist die beste und kostengünstigste Lösung für dich?